Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir leben in ausgesprochen ernsten Zeiten. Das, was in unserer Nachbarschaft, in der Nachbarschaft Europas stattfindet, das kann niemanden wirklich kalt lassen. Wir haben in Syrien einen Bürgerkrieg, in dem mittlerweile 100.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Millionen Menschen sind auf der Flucht in Syrien und natürlich auch in den Nachbarländern. Und meine Damen und Herren, am 21. August, also vor wenigen Tagen, wurde zum ersten Mal ein chemisches Massenvernichtungsmittel im 21. Jahrhundert in unserer Zeit eingesetzt. Das geht uns alle an, wenn solche Verbrechen gegen die Zivilisation begangen werden. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns mit diesen Fragen befassen, dass die internationale Weltgemeinschaft zusammensteht. In diesen Stunden, in denen Russland und die Vereinigten Staaten von Amerika verhandeln, ob es eine politische Lösung für Syrien doch noch geben kann, möchte ich Ihnen hier sagen mit großem Nachdruck: Russland sollte einem Land, Russland sollte einem Regime, das chemische Massenvernichtungswaffen einsetzt, endlich seine schützende Hand im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen entziehen, meine Damen und Herren. Wir wollen, dass Chemiewaffen nicht nur geächtet werden, wir wollen, dass Chemiewaffen auch vernichtet werden. Wir haben als Deutsche eine große Erfahrung und viel technische Fähigkeiten dafür. Wir sind bereit, bei der Vernichtung von chemischen Massenvernichtungswaffen mitzuwirken, damit diese schrecklichen, verbrecherischen Waffen aus der Welt kommen. Wir sagen aber genauso klar: Dauerhaften Frieden und dauerhafte Stabilität wird es in Syrien nicht durch eine militärische Lösung geben, sondern nur über eine politische Lösung. Das ist der Weg der deutschen Außenpolitik, nämlich eine abgewogene Außenpolitik der Verantwortung, der Entschiedenheit, aber auch der Klugheit, wenn es darum geht, abzuwägen. Politische und diplomatische Lösungen müssen für Deutschland immer vorrangig sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich sage das am Anfang, weil wir auch in einer solchen Zeit, wo wir im Endspurt sind, was den Wahlkampf in Deutschland angeht, erkennen müssen, dass wir eben nicht alleine sind. Manchmal, wenn ich von Reisen zurückkehre, und da geht es mir ganz sicher genauso auch wie Ihnen, dann habe ich den Eindruck, wenn wir zurückkehren in unser eigenes Land, manchmal, glaube ich, wissen wir gar nicht, wie gut es uns geht. Ich glaube, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wissen es manchmal wirklich nicht. Und damit es so bleibt, muss jeder auch wissen, dass Demokratie nur funktioniert mit Demokraten. Und es ist genauso, wie Dirk Niebel gesagt hat: Wenn Millionen Menschen, hunderte Millionen von Menschen auf der Welt nicht wählen dürfen, weil sie von Diktatoren unterdrückt werden, weil sie bedroht werden an Leib und Leben, weil sie eingesperrt werden, sobald sie etwas Freies an Meinung äußern möchten. Und wenn ich dann sehe, dass wir bei uns in diesen Tagen Debatten im Fernsehen verfolgen müssen, wo einige Intellektuelle dann sich darüber austauschen, ob es nicht viel schicker sei, bei der Wahl wegzubleiben, ob man nicht viel mehr Avantgarde sei, wenn man nicht wählen gehen würde, da muss ich dann sagen, betrübt mich das, dann empört mich das. Jedes Mal, wenn Sie nicht wählen, ist das eine Ohrfeige ins Gesicht der Menschen auf der Welt, die einmal in ihrem Leben wählen möchten, es aber nicht dürfen. Es gibt nicht nur ein Wahlrecht. Wir sollten es alle gemeinsam als eine Bürgerpflicht empfinden, alle 4 Jahre an der Zukunft unseres eigenen Landes mitzuwirken.
Und meine Damen und Herren, gerade weil hier so viele junge Menschen sind, gerade weil so viele hier sind, die vielleicht auch aus einer Neugierde zum ersten Mal bei so einer Veranstaltung sind, weil sie, meine Damen und Herren, Argumente hören möchten und abwägen möchten, möchte ich an Ihre Adresse mit einem Nachdruck sagen, meine Damen und Herren, die Länder, mit denen wir heute zu tun haben, zum Beispiel letzte Woche in St. Petersburg beim sogenannten G20-Gipfel, also dem Gipfel der 20 stärksten Wirtschaftsnationen der Welt, diese Länder waren überwiegend, mit denen ich letzte Woche am Tisch gesessen bin, sind überwiegend Entwicklungsländer meiner Jugend. Als ich in Ihrem Alter war, und ich weiß, dass die Perspektive für Sie schrecklich erscheint, ein Leben nach dem 50. Geburtstag. Aber ich kann Ihnen sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, das kann man sich in jungen Jahren überhaupt nicht vorstellen und man fragt sich auch, wie man damit zurechtkommen soll. Es geht, meine Damen und Herren. Und ich bin in einem Alter, ja, der Beifall war altersgerecht. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, mit großem Ernst gesprochen, als ich in den 70er Jahren erst zur Realschule gegangen bin, dann später aufs Gymnasium, ich habe 80 angefangen zu studieren, da waren die Länder, über die wir heute reden, die mit uns in einer Konkurrenz sind, in der ersten Liga, das waren die Entwicklungsländer. Der ganze Öffnungsbeschluss der Kommunistischen Partei von China, der ist von 1979. Bis dahin gab es nicht mal Privateigentum an Produktionsmitteln. Unvorstellbar. Heute geht es um die Frage, ob China auf Platz 2, Platz 3, vielleicht Platz 1 der größten Wirtschaftsnationen der Welt ist. In Indien, meine sehr geehrten Damen und Herren, leben derzeit doppelt so viele und in wenigen Jahren werden in Indien dreimal mehr Menschen leben als in der gesamten Europäischen Union zusammen. In Lateinamerika, das haben Sie die Woche mit Sicherheit auch in Ihrer Zeitung gelesen, in Brasilien ist in dieser Woche festgestellt worden, dass Sie jetzt Einwohner haben von 200 Millionen. Das heißt, Sie haben die 200 Millionen Einwohnergrenze überschritten. Und was heißt das? 25-30% der Menschen in Brasilien sind jünger als 15 Jahre. Jünger als 1,5, als 15 Jahre. Und bei uns, wenn von der jungen Generation die Rede ist, schauen die Mit-40er auf und denken, sie seien gemeint. Merken wir nicht, meine Damen und Herren, was da passiert? Merken wir nicht, wie die Welt sich verändert? Merken wir nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir in epochalen Umbruchphasen leben? Wir leben in einer Phase, wo die Welt sich dramatisch verändert, wo neue Kraftzentren entstehen, Länder, die wir überhaupt noch gar nicht auf dem Schirm haben, von Vietnam bis nach Kolumbien. Meine Damen und Herren, sind keine Geschichten aus einer fernen Welt. Das ist diese eine Welt, die kleiner und enger zusammenrückt. Das ist die Herausforderung, um die es wirklich geht. Wird auch die nächste Generation, werden die jungen Menschen von heute, die letzte Generation sein, die so unbestritten an der Spitze des Wohlstandes in der Welt dabei ist, wenn es um Freiheit geht und wenn es um Frieden geht? Oder, meine Damen und Herren, schaffen wir es, die Weichen in die richtige Richtung zu stellen, dass wir den Anschluss nicht verlieren? Wir dürfen uns nicht ausruhen auf den Lorbeeren, die wir uns in den letzten Jahren erarbeitet haben, sondern wir müssen immer und immer wieder daran gehen, unsere Position weiterzuentwickeln, auszubauen, nach vorne zu schauen, bereit zu sein, auch an die Zukunft zu glauben und den Fortschritt in die eigenen Hände zu nehmen. Und das geht nur, wenn sich Leistung lohnt. Das geht nur, wenn derjenige, der die Ärmel hochkrempelt, auch merkt, dass er was davon hat. Das geht nur, wenn die Menschen, die hart arbeiten, wissen, das ist nicht nur gut für alle, das ist auch gut für meine eigene Familie. Es geht nur, wenn Leistung sich lohnt. Und wir mögen die Letzten sein, die das öffentlich sagen. Leistung muss sich lohnen. Und wer hart arbeitet, muss mehr haben, als wenn er es nicht tut, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das, meine Damen und Herren, steckt hinter der Steuerdebatte.
Das steckt hinter den richtigen Ausführungen von Birgit Homburger und Dirk Niebel, wenn es zum Beispiel um Solidaritätszuschlag geht. Das steckt hinter der Debatte Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, also Substanzbesteuerung. Das ist nicht nur Technik, für einige weit fern. Meine Damen und Herren, als wir in die Regierung gekommen sind 2009, haben wir eine entscheidende Weichenstellung gemacht, für die wir enorm kritisiert worden sind. Wir haben die Subventionierung der Großindustrien beendet, Stichwort Abwrackprämie, und haben gesagt, wir konzentrieren die Mittel, die wir haben, auf Mittelstand und auf Familien. Wir sind dafür beschimpft worden als Klientelpolitiker. Heute sieht man, genau in diesem Mittelstand sind von den neuen Arbeitsplätzen 70% entstanden und von den neuen Ausbildungsplätzen 80% entstanden. Das ist das Rückgrat unserer Wirtschaft und es ist in diesen 4 Jahren wieder stärker geworden. Ich will nicht in einem Land leben, wo es nur einige wenige Reiche und dann ganz viele Arme gibt. Ich will in einem Land leben, wo die Mehrheit unserer Menschen, die Mehrheit unserer Bevölkerung sagt, jawohl, ich bin gesunder Mittelstand. Ich habe nicht alles, aber ich habe mehr als nichts. Und man muss auch an die denken, meine Damen und Herren, die weniger als alles haben und mehr als nichts. Denn sie tragen das Land. Und es gibt keine sozialere Politik, als dafür zu sorgen, dass durch eine Stärkung des Mittelstandes Arbeitsplätze entstehen. Unsere Vorgänger haben das Geld in alte Autos gesteckt, wir in den Mittelstand und in die Bildung. Und da war es besser angelegt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte Ihnen von 2 Ländern erzählen, weil ich nicht nur viel gesehen habe, genauso wie Dirk Niebel in der Arbeit der letzten 4 Jahre, sondern weil ich auch die Gelegenheit der Begegnungen jetzt in diesem Wahlkampf nutzen möchte, um Ihnen etwas mitzugeben, genauso wie es Dirk Niebel getan hat. Etwas, was mich übrigens sehr beeindruckt hat, was insbesondere dein Beispiel aus Uganda angeht. Ich glaube, das ist jedem unter die Haut gegangen, weil man sich das gut vorstellen kann, was das für das Leben der Menschen bedeutet. Man darf nie vergessen, die jungen Menschen dort, die leben dieselben Träume vom Glück, wie sie sie leben. Die haben ganz andere Ausgangsbedingungen, aber sie möchten genauso aufsteigen und sie strengen sich an. Oft genug vergeblich, aber sie strengen sich an. Und meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen extra 2 Beispiele erzählen von Ländern, die man nicht sofort auf dem Schirm hat. Natürlich denkt man, wenn man an die Weltwirtschaft denkt, und das ist ja für ein Exportland wie Baden-Württemberg von allergrößter Bedeutung, das glaube ich, muss ich niemandem in dieser Halle erklären. Aber meine Damen und Herren, natürlich denkt man dann zunächst an die sogenannten BRICS-Staaten, also die großen, Brasilien, Russland, Indien, China und S für Südafrika. Es gibt aber längst eine ganze Anzahl von Ländern, die sehr symbolträchtig sind. Über die innere Verfasstheit dieser Länder muss man manches Kritische anmerken. Daran besteht kein Zweifel unter gebildeten Menschen. Aber meine Damen und Herren, das erste Beispiel, was ich Ihnen erzählen möchte, ist aus Panama. Panama kennen einige natürlich, wahrscheinlich alle vom Panama-Kanal, einige von dem netten Kinderbuch. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, die größte Baustelle der Welt, die ist nicht etwa in China. Die größte Baustelle der Welt ist in Panama. Das ist die Erweiterung des Panama-Kanals. Dort sind natürlich auch deutsche Firmen sehr interessiert, an den Aufträgen mitmachen zu können. Es gibt übrigens eine große Ingenieurtechnik, auch Tunnelbautechnik, wo gerade übrigens eine mittelständische Firma, mehrere, aber vor allen Dingen eine aus Baden-Württemberg sehr bekannt ist und auch mitwirkt. Und meine Damen und Herren, natürlich möchte man dann die Türen auch öffnen. Aber was man dann lernt, ist, dass diese größte Baustelle der Welt, nämlich die Erweiterung des Panama-Kanals, beschlossen worden ist von einer Mehrheit der Bevölkerung mit 80% in einer Volksabstimmung. Das heißt, 80% der Bevölkerung von Panama in diesem relativ kleinen mittelamerikanischen Land hat sich entschieden, die Lasten dieser größten Baustelle der Welt in Kauf zu nehmen, weil sie sagen, das schafft Zukunft, das schafft Chancen für uns und unsere Familien. Hier an eine ganz andere Ecke, nach Singapur. Singapur ist auch keines der Länder, über das man jeden Tag etwas liest, wie bei den Großen. Singapur hat ein neues Wahrzeichen bekommen, nämlich 3 Hochhäuser, verbunden mit einer Betonplattform, einem sogenannten Sky Garden, einem Himmelsgarten,
An einem Ort ist dieses Wahrzeichen entstanden, da war vorher nicht mal Land, da war vorher Wasser. Diese drei Hochhäuser, verbunden mit dieser atemberaubenden architektonischen Plattform, die sind realisiert worden mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 5 Milliarden Euro innerhalb von 5 Jahren. Und dann kommt man zurück nach Deutschland. Und dann denkt man an Bahnhöfe und Flughäfen. Und da, meine sehr geehrten Damen und Herren, kommt man ganz einfach zu einer einfachen Konsequenz. Das sind keine Geschichten aus ferner Welt. Das ist etwas, was uns angeht. Wenn wir in der Welt besser bleiben wollen, müssen wir wieder schneller werden. Und dann brauchen wir in Deutschland nicht nur Mehrheiten gegen etwas, dann brauchen wir auch Mehrheiten für etwas, für Fortschritt und auch für Investitionen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das ist keine Frage von 30 Jahren wie im letzten Jahrhundert. Das ist jetzt eine Frage von 5 oder 10 Jahren und die Weichen sind gestellt in der Welt. Natürlich können wir noch lange Zeit vom Speck leben. Aber meine Damen und Herren, für die Zukunft, für die nächsten 1, 2 Jahrzehnte ist das bedrohlich und gefährlich. Wir haben die besten Chancen, wenn wir erkennen, dass wir uns nicht nur auf andere verlassen dürfen. Dass wir nicht nur an Politiker denken, die müssen das richten, sondern dass wir erkennen, wir sind als Bürgerinnen und Bürger gefragt. Es geht um die freie Gesellschaft. Es geht darum, dass wir nicht Staatskunden sind, sondern dass wir Staatsbürger sind. Dass wir sagen, wir bestimmen die Schicksale. Und wir sind bereit, Leistungsbereitschaft als etwas Positives zu begreifen. Weil nur durch Leistungsbereitschaft gibt es die Anreize, dass zum Beispiel soziale Sicherheit für diejenigen erwirtschaftet werden kann, die kein Glück im Leben hatten, weil sie vielleicht schon behindert geboren oder vielleicht im Laufe eines Lebens pflegebedürftig oder krank geworden sind. Meine Damen und Herren, das ist der zentrale Zusammenhang. Die Idee wirtschaftliche Vernunft und soziale Verantwortung seien Gegensätze, ist sowas von gestern. Wirtschaftliche Vernunft und soziale Verantwortung, das sind in Wahrheit zwei Seiten derselben Medaille. Und die eigentliche neue soziale Frage im 21. Jahrhundert der Globalisierung ist die Bildung. Ist die Bildung, ist die Forschung, ist die Wissenschaft, ist die Ausbildung. Denn was anderes haben wir nicht vorzuweisen, außer Grips. Wir haben kein Öl, wir haben kein Gas, aber wir haben Kreativität durch Grips. Und deswegen muss Bildung und Ausbildung von den Verantwortungsträgern gepflegt werden, als wäre es unser Augapfel. Es ist das Wertvollste, was wir haben, Ideenreichtum, Kreativität. Und meine Damen und Herren, deswegen war es eine Meisterleistung, dass diese Bundesregierung auf der einen Seite es geschafft hat, aus den Schulden rauszukommen, sodass wir demnächst sogar Schulden abbauen können. Übrigens nicht nur dadurch, dass die Wirtschaft gewachsen ist, sondern dadurch, dass dieses die erste Bundesregierung ist, die am Ende einer Legislaturperiode weniger ausgibt als zu Beginn einer Legislaturperiode. Es hat seit 1949 noch nicht gegeben. Ein totaler Paradigmenwechsel, ein totaler Politikwechsel in der Politik. Wir haben in allem gespart. Wir haben in einem nicht gespart. Nämlich bei dem Sonderpaket für Bildung und Ausbildung. Für Forschung und Wissenschaft. Es hat noch niemals eine Bundesregierung so viel in Bildung und Wissenschaft investiert, obwohl wir ja gar nicht zuständig sind. Eigentlich ist das ja Sache der Länder, nur einige machen es einfach nicht. Die kürzen sogar Lehrerstellen, schließen die Schulen im ländlichen Raum, trocknen das gegliederte Schulsystem aus. Wir haben ein Paket, obwohl wir nicht zuständig sind, beschlossen mit 13 Milliarden Euro. Das hat noch keine Regierung vorher geschafft. Und das ist die richtige Weichenstellung. Das ist die richtige Weichenstellung für die Zukunft, denn über die müssen wir reden. Und deswegen möchte ich Ihnen raten, meine Damen und Herren, dass Sie das, was leider jetzt auch in Baden-Württemberg angefangen wird,
das, was wir in Nordrhein-Westfalen schon etwas länger erdulden müssen, in der Bildungspolitik nicht mitmachen und dass sie sich in aller Entschiedenheit dagegen stellen. Wir erleben, dass die gegliederte Schule abgeschafft werden soll. Das Gymnasium wird in Frage gestellt. Das kann man offen in Frage stellen, man kann es aber auch einfach austrocknen. Und meine Damen und Herren, wohin führt das, wenn das gegliederte Schulsystem in Frage gestellt wird? Es führt dann dazu, dass wir kein maßgeschneidertes Bildungssystem mehr haben, sondern ein sehr einheitliches. Und jetzt prüfen Sie sich selber. Wir sind doch vor dem Gesetz alle gleich. Aber ansonsten sind wir doch alle höchst unterschiedlich. Wir sind höchst unterschiedlich. Ich erzähle gelegentlich, dass mein Vater mich auf die Realschule geschickt hat, weil er der Überzeugung war, dass in mir ein großartiger Handwerker heranwächst. Es hatte sich schon sehr früh in den ersten Stunden des Werkunterrichts als ein wirklicher Irrtum herausgestellt. So gibt es praktisch Begabte und es gibt theoretisch Begabte. Und dann gibt es Frühstarter und es gibt Spätzünder und jeder weiß das, dass sich das gelegentlich auch im Laufe eines Lebens, je nach Abschnitt Freund oder Freundin, ändern kann. Aber wenn wir doch wissen, dass das höchst unterschiedlich ist, dann ist es doch klug, dass wir ein maßgeschneidertes, ein differenziertes, ein passgenaues Bildungssystem haben. Mit anderen Worten, wir haben in Deutschland keine Einheitskinder und deswegen wollen wir in Deutschland auch keine Einheitsschulen, sondern individuelle Förderung muss unser Weg sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das ist eine Schicksalsfrage, denn was anderes haben wir in der Welt nicht vorzuweisen als den Vorsprung, den wir vermarkten. Und bei mir zu Hause in Nordrhein-Westfalen geht das ja jetzt schon länger so. Sie fangen ja jetzt auch damit an, wie ich leider lesen muss. Dass der SPD-Vorsitzende schlägt jetzt vor, die Hausaufgaben müssen abgeschafft werden. Bei uns zu Hause gibt es die tolle Diskussion Abschaffung des Sitzenbleibens, Abschaffung der Notengebung, Lernentwicklungsberichte oder am besten schon das Zeugnis zu Beginn des Schuljahres. Meine sehr geehrten Damen und Herren, glauben wir wirklich, dass eine solche Kuschelpädagogik uns befähigt, mit einer Welt, die sich dramatisch verändert, noch mithalten zu können? Dann heißt es, man müsse dem Kind das traumatisierende Erlebnis einer schlechten Note in frühester Jugend ersparen. Es könnte fürs Leben gezeichnet sein. Meine Damen und Herren, wer dem Kind das schlechte Erlebnis der schlechten Note ersparen will, das Misserfolgserlebnis der schlechten Note ersparen will, der nimmt ihm ja auch das Erfolgserlebnis der guten Note. Und wenn wir allen Ernstes uns in eine Bildungspolitik hineinbegeben, wo am Ende der Eindruck entsteht, Leistung ist eine Art Körperverletzung, dann macht das Land was falsch, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das dürfen wir nicht machen. Und wir dürfen nicht nur beim Sport, sondern wir müssen das eben auch in den anderen Bereichen anerkennen. Und da sehen Sie übrigens wieder die Philosophie von uns Liberalen. Wenn wir vom Mittelstand und von der Mittelschicht sprechen und eben von der Bildung sprechen, dann hängt das sehr viel enger miteinander zusammen. Wir glauben, es geht um die Haltung zum Leben. Es geht darum, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass derjenige, der etwas leistet, etwas davon hat, dass er aber auch gerade steht für das, was er entscheidet. Wenn Sie nicht gerade stehen für das, was Sie entscheiden, abgefunden werden können und dann gehen Sie Ihren Weg als Manager, fremdbestimmt, dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, verändern wir auch die Struktur in unserem Land. Ich möchte nicht, dass mit einer Erhöhung der Erbschaftssteuer oder der Vermögenssteuer der Übergang von Familienbetrieben von Generation zu Generation schwerer wird, weil das Fundament des Eigenkapitals immer dünner wird. Wohin wird das führen? Dann wird man andere Investoren reinholen, dann sitzt in dem Familienbetrieb nicht mehr die Familie, sondern anteilsmäßig ein Investor vielleicht in Frankfurt oder in London. Wir verändern dann dramatisch unsere Wirtschaftslandschaft und das ist nicht die soziale Marktwirtschaft, wie wir sie uns vorstellen. Soziale Marktwirtschaft heißt, du kannst alles schaffen, du kannst viel erreichen, es ist die Chancengleichheit am Start, es ist nicht die Ergebnisgleichheit am Ziel, aber wenn jemand was entscheidet, muss er auch selber dafür gerade stehen. Das ist die richtige Haltung, die Liberale hier mit einbringen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Diese Vielfalt, von der wir sprechen,
die sich in allen Bereichen der Gesellschaft wiederfindet, ist etwas, was wir wirklich schützen müssen, vor denen, die uns meiner Meinung nach immer mehr auf so eine abschüssige Ebene begeben, wo die Selbstbestimmung dann weniger wird. Wenn man heute eine Einheitsschule einführt, dann ist man als nächstes auch bei der Einheitskultur. Dann kriegen wir eine Leitkultur anstatt kulturelle Vielfalt. Aber eine Kulturnation, das, was das Leben so lebenswert macht, das sehen wir hier an einem solchen Ort ganz gewiss, hängt von kultureller Vielfalt ab. Das sind keine Orchideenthemen für ein paar Schöngeistige. Das ist das Rückgrat, das ist das Fundament der Art und Weise, wie wir leben wollen, in Deutschland und in Europa. Indem die Vielfalt blühen kann, haben wir eine Gesellschaft, die erfindungsreich ist. Nur die vielfältige Gesellschaft schafft Kreativität durch den Wettbewerb der Ideen. Einförmige, graumäusige Gesellschaften, sie kupfern ab. Sie können damit auch erfolgreich eine Zeit lang sein. Aber richtig nach vorne kommen sie damit nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur eine Politik der Leistungsbereitschaft machen, sondern auch eine Politik der Toleranz. Im zweiten Fundament liberaler Politik. Eine Politik der Toleranz, wo wir eben ihnen nicht sagen, wie sie gefälligst zu Hause glücklich werden sollen. Es ist nicht Aufgabe von Politikern, ihnen zu sagen, wie sie glücklich werden sollen. Es ist nicht Aufgabe von Politikern, in die Privatsphäre einzudringen. Es ist nicht Aufgabe von Politikern, bei Überwachungsmaßnahmen mitzumachen, sich einzumischen, zu durchleuchten. Es ist nicht Aufgabe von Politikern, eine Einheitskultur ihnen vorzuschreiben, ihnen gewissermaßen kultureller Geschmacksrichter zu sein. Es ist aber auch nicht Aufgabe von Politikern, ihnen beim Essen Geschmacksrichter vorzuspielen. Das ist nicht die Frage, wofür wir Politiker wählen. In der letzten Woche sagt die grüne Spitzenkandidatin im Deutschen Bundestag, ich dachte, ich höre nicht recht, sagt allen Ernstes, einmal die Woche Spinat mit Ei. Meine Damen und Herren, das mag sie ja so machen, wenn sie damit glücklich wird, obwohl ich nicht finde, dass sie glücklicher ausschaut als Dirk Niebel. Wenn sie das so machen möchte, dann soll sie das so machen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber ich will es Ihnen für mich persönlich sagen, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich mir das nicht mehr vorschreiben will. Sie mag ja siebenmal Spinat mit Ei essen, ich will es nicht. Ich habe das schon früher nicht gemocht und ich will es mir heute noch nicht vorschreiben lassen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich will es nicht. Und da sehen Sie, Sie sehen an einem kleinen pointierten Beispiel, das wir natürlich aufspießen. Sie sehen dort in Wahrheit eine ganze Geisteshaltung. Wir Liberale sagen Ihnen nicht, wie Sie glücklich oder selig werden sollen. Wir sagen Ihnen, es ist nicht Aufgabe von Politik, Sie zu bevormunden. Aufgabe von Politik ist es, dafür zu sorgen, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, innerhalb derer Sie sich frei und fair entscheiden können. Politiker sollen Rahmenbedingungen schaffen und ansonsten sollen sie sich aus unserem Privatleben völlig raushalten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wenn jemand anders leben will oder anders essen will oder anders lieben will, ob er mit Trauschein oder ohne Trauschein zusammenleben möchte oder wie das in den Familien unterschiedlich organisiert wird mit der Kindererziehung, es ist nicht Aufgabe von Politik. Es soll mir keiner sagen, wie ich zu Hause zu leben hätte. Er soll mich nicht bevormunden und umgekehrt würde ich es auch nicht tun. Und das ist die Haltung. Und da passiert etwas, meine Damen und Herren, das beunruhigt mich sehr. Sie hören das von der rechten Seite, wenn es um die Gleichberechtigung von Mann und Frau geht. Ist das noch in Ordnung? Ist das nicht eine Vernachlässigung der Kinder? Sie hören es von der anderen Seite bis hin zu den Essensgewohnheiten. Das geht nicht gut. Wenn wir ein Land bleiben wollen, das eine offene Gesellschaft ist, dann brauchen wir auch eine Partei, die Garant für die offene Gesellschaft ist, die Privatsphäre und Bürgerrechte nicht erst vor Wahlen in den Blick nimmt, sondern die bewiesen hat, zum Beispiel in den letzten 4 Jahren mit unserer Justizministerin Leutheusser Schnarrenberger, dass wir es ernst meinen. Für uns ist der Mittelpunkt der Politik der Bürger und nicht der Staat. Wir vertrauen zuerst dem Bürger, dann dem Staat. Viele andere vertrauen zuerst dem Staat, dann dem Bürger. Sie brauchen uns, meine Damen und Herren. Und wir brauchen für diese Politik Sie.
Wir brauchen Sie dafür. Und deswegen erlauben Sie mir auch eine sehr persönliche Bemerkung. Keiner kann vorhersagen, was alles für Probleme in den nächsten 4 Jahren auf uns zukommen. Wenn man mir gesagt hätte, ein wesentlicher Teil meiner Amtszeit wird mit den Revolutionen in der arabischen Welt befasst sein, das hätte ich so nicht ohne weiteres für möglich gehalten. Wenn man mir gesagt hätte, du wirst ab Frühjahr 2010 wesentlich gemeinsam mit Dirk Niebel im Kabinett an der Überwindung der europäischen Schulden- und Finanzkrise mitwirken und zum Teil wirklich schwierigste Entscheidungen treffen in der Abwägung, hätte ich so nicht für möglich gehalten. Das hat niemand vorhergesehen, mit Ausnahme derer, die nachher immer wissen, was alles vorhersehbar war. Nur, meine Damen und Herren, Sie müssen also immer danach schauen, welchen Kompass hat jemand, welchen inneren Kompass hat jemand. Ist es ein freiheitlicher Kompass oder ist es ein bevormundender Kompass? Und da möchte ich wirklich aus jahrzehntelanger Freundschaft für 2 hier werben. Natürlich für Birgit Homburger. Und das mache ich nicht als Pflichtübung. Die, die mich kennen, wissen, dass ich dann gar nichts sage. Birgit Homburger und ich, wir kennen uns seit Jahrzehnten. Das ist wirklich, ich weiß, es war nicht sehr galant, aber es stimmt trotzdem. Wir kennen uns wirklich viele Jahre. Also, ich muss ja aufpassen. Ja, ich kenne sie noch, bevor sie ihren Mann hatte. Nicht, was ihr denkt jetzt hier. Also, das dürfte sich rumgesprochen haben. Wirklich. Wir kennen uns sehr lange. Und ich muss Ihnen sagen, wenn ich jemanden unterstütze, dann möchte ich eben auch wissen, im Zweifelsfall ist das ein klarer Kompass. Und in diesem Kompass ist dann auch die innere Haltung und die innere Richtschnur verankert. Und deswegen ist das für mich keine Pflichtübung, sondern ich möchte Ihnen wirklich sagen, dass ich Birgit Homburger von ganzem Herzen schätze und dass ich sie von Herzen auch unterstütze bei der Bundestagswahl. Und ich möchte insbesondere, und das sehen mir bitte alle anderen auch nach, mich wenden an Dirk Niebel, den ich nicht weniger lang kenne. Ich kenne Dirk Niebel seit vielen, vielen Jahren. Ich schätze ihn sehr, wir sind befreundet miteinander und ich schätze seine Arbeit in der Bundesregierung außerordentlich. Sie können ihn wählen mit Ihrer Zweitstimme. Ich habe das gesehen, wie klug Sie das hier aufgeteilt haben. Ich weiß nicht, ob Sie das bewusst oder unbewusst gemacht haben. Bei Ihnen habe ich gesehen, Sie werben um die Erststimmen. Bei Herrn Niebel habe ich gesehen, er wirbt um die Zweitstimme. Sie müssen dazu jetzt nichts sagen, Kollege Lammers. Aber es ist schon wirklich so, Sie können ihn ja wählen als Listenführer in Baden-Württemberg, genauso wie Birgit Homburger. Und ich möchte Ihnen sagen, Sie haben in Heidelberg einen Abgeordneten mit Dirk Niebel, auf den Sie wirklich stolz sein können. Der Mann ist kompetent und hat das Herz am rechten Fleck und er sagt, was er denkt, meine Damen und Herren. Ich möchte aber nicht schließen, ohne noch einmal den Blick zu weiten, jenseits der ganzen Debatten, die jetzt in diesem Wahlkampf stattfinden und die auch aufgeregt natürlich debattiert werden, jeden Tag rauf und runter. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf das, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich die Veränderungen in der Welt und was das für uns heißt. Ich habe Ihnen 2 Konsequenzen genannt. Nämlich Leistungsbereitschaft und die Toleranz. Mittelstand, Bildung, die offene Gesellschaft. Etwas Drittes kommt auch dazu. Und das ist unsere Weltoffenheit. Das ist, dass wir uns, nur weil es uns derzeit so gut geht, nicht dazu verleiten lassen, über andere in Europa schlecht zu denken oder schlecht zu reden, weil es ihnen gerade sehr viel schlechter geht. Vor etwas mehr als 10 Jahren waren wir the sick men of Europe. Und heute stehen wir hervorragend da. Daran haben viele mitgewirkt, die Bürgerinnen und Bürger, die Tarifvertragsparteien, die Betriebe, natürlich die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, ausdrücklich auch die Politik von vorherigen Verantwortungsträgern, aber eben auch ausdrücklich die Rahmenbedingungen, die von dieser Regierung gesetzt worden sind. Letzten Endes werden wir
das, was an Herausforderungen auf uns zukommt, nur meistern können, wenn wir erkennen, dass wir in Europa eine Schicksalsgemeinschaft sind. Wir sind Kinder der Aufklärung. Und immer wenn ich lese, wie sehr man die Unterschiede betont, die es gäbe zwischen dem Norden Europas und dem Süden Europas, die Mentalitätsunterschiede und vieles mehr, kann ich Ihnen sagen, sobald Sie sich etwas weg entfernen vom europäischen Kontinent, je weiter Sie weg sind, stellen Sie fest, dass das, was wir so unterschiedlich finden als Europäer untereinander, das verschwimmt mit der Entfernung immer mehr. Wir sind eine europäische Gesellschaft, eine europäische Union, in der der Einzelne was zählt und nicht nur das Kollektiv. Die Würde des Menschen ist unantastbar. So heißt es in Artikel 1. Nicht der Staat darf alles. Bei uns kann man selbstverständlich Regierende kritisieren und auf den Marktplätzen, wenn wir die Kundgebungen haben, auch beschimpfen. Und nichts passiert, man wird deswegen nicht eingesperrt, solange man gewaltlos bleibt. Und bei uns kann man auch Artikel schreiben über Regierende, die vernichtend sind. Ob berechtigt oder unberechtigt, das lasse ich dahingestellt sein, das hängt doch von Standpunkt ab. Nichts passiert, die Zeitung erscheint am nächsten Tag wieder. Und meine Damen und Herren, das ist nicht selbstverständlich auf der Welt, auch nicht in den Ländern mit den neuen Erfolgsgeschichten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns als Europäer zusammenschließen. Wie wollen wir denn das geistige Eigentum in der Welt verteidigen? Alleine? Ich erzähle Ihnen ein kleines Bonmot von meinem luxemburgischen Amtskollegen. Der luxemburgische Außenminister erzählte mir, wie er in einem Gespräch, in einer Pressekonferenz neben dem chinesischen Außenminister stand. Und dann sagt der luxemburgische Außenminister zu dem chinesischen Amtskollegen: Exzellenz, Herr Minister, Sie und ich, wir beide zusammen, wir repräsentieren jetzt ungefähr ein Fünftel der Weltbevölkerung. Lassen Sie es einen Augenblick sacken und dann stellen Sie fest, dass ich eigentlich gar nicht über Luxemburg rede. Ich rede über uns. Wir sind in Europa relativ groß. In der Welt sind wir relativ klein. Wie wollen wir die offene Gesellschaft behaupten, mit Männern und Frauen, die gleichberechtigt sind, wo die Lebensleistung in der Rente etwas zählt, von der Jugend am Arbeitsplatz bis ins Alter hinein? Wie wollen wir diese Art des Lebens, unser europäisches Lebensmodell verteidigen, wenn wir glauben, wir könnten das alleine singulär tun? Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nur gemeinsam. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch diesen Weg Europas weiter mitgehen. Ich wende mich gegen diejenigen, die Europa auf die schiefe Bahn setzen wollen. Ich halte gar nichts davon, wenn man Europa mittlerweile aufgeben möchte, nur weil die Krise natürlich so groß und so schwer war. Jetzt haben wir zum ersten Mal wieder etwas Licht am Ende des Tunnels. Zum ersten Mal ist wieder ein Silberstreif am Horizont da. Und dann sollen wir schon gleich wieder aufgeben mit den Reformbemühungen in Europa. Was wäre das für ein Fehler? Auch darüber entscheiden Sie. Nämlich, welche Politik Deutschland in Europa machen wird in den nächsten 4 Jahren. Wir haben schwierige Abwägungsentscheidungen getroffen. Aber sie waren richtig. Und meine Damen und Herren, wir sind ausgestiegen aus der Schuldenpolitik in Deutschland und auch in Europa. Und da darf jetzt nicht abgebrochen werden, was begonnen wurde, sonst sind wir in der nächsten Schulden- und Finanzkrise wieder mittendrin. Und wenn Sie diese Debatte sehen unter dem Stichwort Eurobonds, dann ist das der entscheidende Unterschied, auch zu den Kollegen und Mitbewerbern der Opposition. Sie wollen in Deutschland die Steuern erhöhen, aber in Europa das Schuldenmachen erleichtern. Sie wollen die Schuldenkrise dadurch bekämpfen, indem sie das Schuldenmachen wieder erleichtern. Aber sie können keine Schuldenkrise dadurch bekämpfen, indem sie das Schuldenmachen wieder erleichtern, sondern der Weg der Haushaltsdisziplin, der Weg der Reformen, auch der Weg der Solidarität, er muss weiter beschritten werden, meine Damen und Herren. Wir wollen Europa bewahren und wir wollen Europa besser machen. Und gerade wenn Sie sich in unserer Nachbarschaft um Europa herumschauen, da müsste es eigentlich jeder verstanden haben, ganz persönlich, wenn Europa uns nicht mehr gebracht hätte als jahrzehntelangen Frieden auf unserem Kontinent,
Es hätte sich schon gelohnt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Lasst uns das nicht verspielen. Und wer glaubt, wir könnten unsere Währung aufgeben, der wird mehr verlieren als ein paar Münzen oder ein paar Banknoten. Wir brauchen Subsidiarität. Das, was Europa nicht regeln muss, soll es auch nicht regeln dürfen. Wir wollen vor Ort entscheiden und nicht alles abgeben, das ist gar keine Frage. Wir wollen Europa besser machen, aber wir wollen es erhalten. Und da sind Zungenschläge, die mich wirklich sehr besorgen. Wenn ich aus dem bayerischen Kabinett einen Minister höre, der im letzten Jahr sagt, an Griechenland müsse ein Exempel statuiert werden. Haben Sie sich mal überlegt, was das für eine Sprache ist? Wie das ankommt bei jungen Menschen, die 50-60% arbeitslos sind in der ganzen Generation? Soll ich denen sagen, habt ihr Pech gehabt? Waren eben die Verantwortungsträger vor 10 Jahren? Haben alle Weichen falsch gestellt, zu viel Schulden gemacht, Statistiken manipuliert, ihr seid die Gekniffenen? Kannst du doch einem 18-, 19-, 20-jährigen jungen Mann oder einer jungen Frau nichts sagen. Und genauso hilft es auch nicht, wenn wir sagen, Schröder und Fischer haben damals Griechenland aufgenommen, haben den Maastrichter Vertrag gebrochen. Ja, stimmt, hilft aber nichts. Alles Wasser unter der Brücke. Wir müssen erkennen, meine Damen und Herren, dass wir mit der Lage jetzt zurechtkommen. Das geht nur in einem Geist des Respekts. Und gerade weil so viele junge Menschen hier sind, kann ich Ihnen nur sagen, solche Sprüche wie, an Griechenland muss ein Exempel statuiert werden. Da warne ich wirklich zu mehr Aufmerksamkeit. Wir Deutsche statuieren keine Exempel an anderen Völkern in Europa, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir tun es nicht. Oder wenn ich sehe, dass derjenige, der jetzt Kanzler werden möchte, dass der nicht nur durch eine ganz besondere Körpersprachentechnik auffällt, sondern dass er allen Ernstes in der letzten Woche noch erklärt, in die Schweiz muss die Kavallerie geschickt werden und wir würden die Kavallerie auch satteln gegen die Schweiz. Ja, wir lachen darüber, weil es lächerlich ist und weil wir ihn kennen. Nur, meine sehr geehrten Damen und Herren, können Sie sich mal vorstellen, wie das in einem solchen Nachbarland ankommt, in der Schweiz, einer alten Demokratie. Natürlich brauchen wir Verträge und Vereinbarungen, wir haben sie ja geschlossen, sie werden ja im Bundesrat blockiert für Steuerehrlichkeit. Aber die Kavallerie? Wie soll das ankommen? Es gab ja nicht nur ein 21. Jahrhundert, es gab ja mal ein 20. Jahrhundert. Und dann sagt derselbe, wenn Italien gewählt wird, die Mehrheitsparteien werden von 2 Clowns geführt. 2 Clowns sind in Italien gewählt worden. Können wir uns mal ausmalen, was das heißt in unseren Nachbarländern, wie das ankommt? Meine Damen und Herren, das sind keine Anekdoten, das sind auch keine Schenkelklopfer. Das ist absolut bitterer Ernst. Ich finde, wer in Deutschland regieren will, muss ohne Kränkung und Beleidigung unserer Nachbarländer auskommen. Wir wollen aus unserer Stärke keine Hybris oder Respektlosigkeit ableiten, sondern wir wollen ein respektvolles, geachtetes Mitglied der Völkergemeinschaft und Europas bleiben. Meine Damen und Herren, bitte wählen Sie am 22. September die Freie Demokratische Partei. Wählen Sie sie mit Ihrer Zweitstimme. Ich werbe sehr dafür, weil jeder muss wissen, was die Alternative ist. Ich habe es in meinem eigenen Land in Nordrhein-Westfalen erlebt. Da hat es vor der Wahl auch geheißen, niemals nimmer mit den Linken, und es wurde sofort gemacht. Und das von der fabelhaften Frau Kraft, die man bis dahin auf der Ecke gar nicht verdächtig hatte. Und das, meine Damen und Herren, ist die Alternative. Wer von einer großen Koalition träumt, der wird bei Rot-Rot-Grün aufwachen. Eine Regierung aus Union und FDP wird es nur geben, wenn die FDP von Ihnen über die Zweitstimme ausreichend stark gemacht wird. Darum geht es. Wenn Union und FDP keine Mehrheit hätten, dann haben SPD, Grüne und Linkspartei eine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Und wenn es diese Mehrheit im Deutschen Bundestag gibt, werden sie daraus auch eine Regierung machen. Sie koalieren bereits im Bundesrat zusammen und in Nordrhein-Westfalen haben sie vorgemacht, wie es dann kommen wird. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, das sollten wir verhindern, nicht aus einem parteipolitischen Wettbewerb oder Ehrgeiz heraus.
sondern aus einem ganz einfachen Grund. Deutschland ist es immer dann am besten gegangen, wenn es von der Mitte aus regiert worden ist. Das soll so bleiben mit einer Regierung aus Union und FDP. Ich bitte Sie um Ihre Stimme, Ihre Zweitstimme für die Freie Demokratische Partei, damit wir diese Regierung fortsetzen können. Sie war erfolgreich und eine erfolgreiche Regierung sollte man nicht auswechseln, vor allen Dingen dann nicht, wenn die Alternative Gabriel, Trittin und Gysi heißen. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus